Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wins and Fails. Wieder mit Diamond Star, diesmal in Golden Hills. Mal schauen, wie ich hier mit ihr zurechtkomme. Das gucken wir uns gleich an und nach einem kleinen Cut geht's dann schon los. Und da geht's los mit... Was wackelt denn hier so? Mit meinem Lieblingschampionat. Nein, überhaupt nicht. Oh Gott, da wäre ich fast das erste Mal hängen geblieben. Ich habe gerade extreme Lag-Probleme irgendwie. Oh Gott, ganz enorm. Ich kriege hier kaum die Kurve. Aber ich komme auch gerade nicht wirklich hinterher mit dem schwarzen Lipizzaner, habe ich das Problem. Wow. Ich wollte erst durchreiten, dann wollte ich durchspringen und dann war es zu spät. Jetzt bin ich auch noch hier hängen geblieben. Jetzt legen sich die Legs etwas. Das war gerade eben ganz krass. Wow, das habe ich auch so noch nie gehabt in SSO tatsächlich. Ja, mal wieder ein Fail-Ritt definitiv von mir. Oh, da sind ein paar von der Vogelscheuche geknutscht worden. Das war jetzt gerade für mich eine Chance, weiter nach vorne zu kommen, die ich auch ganz gut nutzen konnte. Auf Platz 5 bin ich aktuell. Also sorry, dass das hier heute so leckt. Ich verstehe nicht, wieso, weshalb, warum. Ich versuche hier gerade so ein bisschen nach Gefühl zu reiten, weil so richtig... Oh nein! Ja. Sehr gut. Da war auch meine errittene bessere Platzierung wieder dahin. Oh, dreht sich die Kamera hier so. Was ist hier los? Oh no. Ja, es ist einfach absolut nicht mein Championat. Ich mag das überhaupt nicht, aber es hat halt gerade zeitlich gepasst, dass ich hier mit reite. Und ich weiß, dass ihr das immer wieder mal möchtet. Oh Gott. Und von daher dachte ich mir, okay, dann machen wir das nochmal. Bin ich jetzt ernsthaft? Ich bin überhaupt nicht an diesem blöden Pfahl vorbeigeritten. Ich war ganz klar links davon. Wo bin ich denn da jetzt gerade eben hängen geblieben? Ich habe keine Ahnung, nicht die geringste. Naja. Wie gesagt, das ist einfach nicht mein Championat. Hier rechne ich mir von vornherein keine Chancen aus. Von daher, dieser Fehler gerade, das ärgert mich, weil ich nicht weiß, wie es dazu gekommen ist. Die andere, ja, ne, ist halt passiert. So, da wollen wir doch gleich mal schauen, wer alles mitgeritten ist. Mal gucken. So. Ja, das ist halt so, aber trotzdem. Ärgerlich ist es immer. Aber gut. Ein anderes Mal bei einem anderen Championat. Dann läuft es wieder besser. Ach ja, jetzt müssen wir erstmal noch warten, dass die letzten ins Ziel reinkommen. Da kommt noch jemand angeschossen. Dem dunkelbraunen Morgen. So. Die letzten 10 Sekunden. Mal schauen. Das ist aber wirklich, warum... Hä? Haben es ein paar nicht ins Ziel geschafft? Scheint so. So, wer war denn alles dabei? Die Deborah River Girl, die Tyra Loudbridge, die Augustina Diamondborn, die Alanis Crazy Nose, Eva Deerode war dabei, die Amanda Whalegren, Michelle Undernose, Arabella Longwack, der 11. Platz ist kein Grund zum Glückwünschen. Auf dem 11. Platz reihe ich mich da nämlich ein. Dann kommen René Appley, Michelle Undercake, Isabel Candlegren, Pia Ketry, dann die Alexandrina Greybrook, aka Janine, die Nicole Disco Ride, die Leonie Swift Polos und ganz besonders herzliche Glückwünsche an die ersten 3 Plätze, die Jacqueline Shadowbaker, die Holly Suntree und auf Platz 1 die Petra Flowerweb. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Platzierten. Wie gesagt, für mich keine Glückwünsche, bitte. Ich bin nur 11. geworden. Das ist kein Grund zum Beglückwünschen. Und dann war's das für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!